Hallo und willkommen zurück bei der wahrscheinlich für mich letzten Aufnahmesession von Hunted the Demon's Forge. Ja, wir sind nochmal kurz im Hauptmenü, um nochmal kurz zu gucken, wo wir genau sind. Wir sind in Kapitel 4, Abschnitt 3. Deshalb habe ich vorhin auch gesagt, dass das wahrscheinlich die letzte Aufnahmesession von mir wird. Denn das LP geht jetzt schon länger, als ich dachte. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel länger als Dead Space gehen wird. Hat mich etwas überrascht. Und von daher geht es jetzt auch mal wieder weiter. Letztes Mal haben wir uns ja wieder mit einer dieser komischen Kopfgeldjägerinnen auseinandergesetzt, die uns an das Leder gehen wollte. Auch wenn wir nicht so viel haben. Kerdok hat da ein bisschen mehr. Aber naja. Wir sind immer noch in der Stadt, die überrumpelt wurde von den feindlichen Mächten. Kann man das so sagen? Ja, kann man. Bin mal gespannt, auf was wir jetzt noch treffen. Wir haben letztes Mal ja auch ein... This is not looking good, Clara. All this destruction and still no sign of... Ja, reden. I still think Seraphim knows more than she's telling us. Just promise me. You won't pummel her when we find her. Ja. Alles klar. Die können, die Elara kann die Seraphine immer noch nicht leiden. Na, so ist das halt. Was ich gerade sagen wollte, letztes Mal haben wir auch ja einen wunderbaren Drachen gesehen, der abgeschossen wurde. Und wunderbare, komische, fliegende Augenviecher. Keine Ahnung. Und ich bin mal gespannt, was wir noch alles entdecken werden. Ja, Ambush the Fighting Warger and Minotaur. Ja. Das habe ich gerade gesagt. So. Ach so, stimmt ja. Verlangsamt kann ich den ja nicht. Der ist dafür ein bisschen zu stark. Aber in die Luft sprengen kann ich ihn. Wunderbar. Also das ist toll, ne? Da habe ich in der letzten Session aufgehört. Nach dem Kampf. Für mich ist das jetzt eine Woche her gewesen oder so. Und jetzt geht es hier direkt wieder ins Kampfgetümmel. Ist doch wunderbar. Ja, Kerdok ist mal wieder am Ausrasten hier. So wie immer. Oh, hallo. Wieso war der gerade grün? Oder war das echt wegen Kerdok? Hab ich da nicht aufgepasst? Hingucken. Die Wand geht kaputt. Oh nein. Thank you, Captain Obvious. Ja, ist gut. Ja, okay, das können wir nicht aufnehmen. Wir haben noch genug. Aber das Geld können wir noch aufnehmen und ich weiß immer noch nicht, wofür das Geld eigentlich ist, weil wir das Geld eigentlich nur einsammeln. Naja, gibt wahrscheinlich auch etwas so für die 100% oder so. Da hinten haben wir auch noch... Das sieht interessant aus. Ah, das ist ein komischer Farbeffekt. Naja, ich kann mir zwar vorstellen, dass sie das wegen dem Feuer gemacht haben, aber das wirkt doch etwas deplatziert. Na denn. Oh. Hat er eine neue Waffe gefunden oder was? Oder kriegen wir jetzt einen Bonus? Ah, der Typ tut mir leid. Der kommt doch nicht so schnell wieder runter. Naja, wünsche noch ein schönes Leben. Das Stück, was er noch hat. Naja, er kann sich ja an seine vergangenen Taten erinnern. An das, was er erlebt hat. Was er vielleicht verpasst hat. Fragen, die er nicht gestellt hat, Mädchen, die er nicht angesprochen hat, oder Klippen, über die er nicht gesprungen ist, oder Hindernisse, die er nicht überwunden hat. Ja, ey, kann man wieder zurückspringen? Nein, kann man nicht. Kann ich mich hier wieder komisch rumglitschen? Naja. Ja, oh, watching. Kerdok spürt Feinde auf. Los, Kerdok! Oh, ja, er hat was gefunden. Ich finde währenddessen mal Geld. Wieder einen Toten. Eine Tote. Noch eine Tote. Ah, ist das schön. Das ist eine recht schöne Position zum Schießen. Execute. Na, das ist ja nett. Ich hab fast schon gedacht, der haut mich direkt weg. Mein Gott. Das ist gerade ein bisschen mies gewesen. Aber das war sehr knapp. Puh. Na gut. Da ist noch einer, der uns nicht leiden kann. Ich kann den auch nicht leiden. Darum sprengen wir ihn einfach mal in die Luft.
kritischer Treffer ins Gesicht. Oder einfach explosiv. Na, komm, fall schon um. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch was. Noch ein Kristall gefunden. Noch ein. Oh mein Gott. Der macht schön viel Schaden. Den nehme ich. Wo? Ach so, da oben. Ja, ist gut. Ach, Mann. Wie ich das leider nicht so sehr leiden kann. Wenn man so einen Buff abkriegt. Weil dann wird alles für kurze Zeit... Also, dann kann ich mich einfach nicht mehr bewegen. Das war die dümmste Aktion, die ich hätte machen können. Aber naja. Ich kann gerade so gut wie nichts sehen. Ich schalte das mal wieder auf. Vereisen! Ja, für sowas ist das nämlich perfekt. Jetzt habe ich wegen der Explosion nichts gesehen. Mein alter Bogen liegt da schön noch. Und woher? Ach so, da hinten. Da hinten, da hinten. Na? Daneben. Das darf doch nicht wahr sein. Na bitte, haben wir doch noch getroffen. Na, ahaha. Dich krieg ich. Wo bist du, du scheiß Magier? Du scheiß Hexer. Ah, das ist nicht so gut. Ich muss etwas aufpassen, was meine Lebenspunkte angeht, weil dieser komische Zauberer, der zieht wieder mal verdammt viel. Und nein! Letztes Mal habe ich vergessen, Skype und so auszumachen. Und jetzt habe ich es vergessen, Facebook auszumachen. Das darf nicht wahr sein. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich kann das einfach ignorieren und später darauf eingehen. Mal abwarten, mal schauen. Na, wo bist du da? Oben. Komm da runter, du Heini. Zu spät gesprungen. Macht nichts. So. Der scheint nicht so viele Plätze zu haben, wo der hingeht. Das ist gut für uns. Naja. Sag ich ja. Der scheint nur 3 Positionen gehabt zu haben. Das war's jetzt auch mit ihm. Wunderbar. Mein Gott, wie viel... Was? Noch einer? Langweilig. Das darf nicht wahr sein. Ich bin immer zu langsam beim Ausweichen. Ah, ja. Jetzt kriegt er aber wieder die volle Quittung. Hold die. Und jetzt kommt noch ein Drache. Oh. Scheiße. I did too. Oh. Only you would think that way, Alara. If we can get it to fall forward, we can take out an entire army. But what do we do if it falls backwards? Sehr schöner Gedanke. Natürlich, es kann sehr viele Vorteile mit sich bringen, so einen immens großen Ogre zu Fall zu bringen. Um einige Gegnerscharen vor sich zu plätten. Nur das Problem dabei ist auch... Na, nimm das mal mit oder hast du schon wieder voll? Na. Das Problem dabei ist aber, dass er genauso gut nach hinten fallen kann und uns zerquetschen könnte. Aber hören wir mal, was die Toten dazu sagen. Ich muss die Mutter Mother Superior warnen. Ich war im Konvent, saying prayers for our soldiers. But I suddenly felt a shadow. A presence, a great evil entering the city near the river. I have to warn them. I have to warn everyone. Sie wollte irgendjemanden warnen, aber es war zu spät. Und es scheint auch nicht wirklich viel Relevanz gehabt zu haben. Ah, eine der wenigen Toten, die wahrscheinlich nicht so wichtig gewesen zu sein scheinen, schienen. Naja, hier finden wir währenddessen allerdings auch nichts mehr. Hier hinten ist noch eine Truhe. Aha, haben wir doch noch was gefunden. Haufenweise Geld. Ja, Kaddox, sag was. Hey, wir haben Geld gefunden. Geld? Das muss sich freuen.
Schade, dass man so nicht mit dem Kollegen reden kann. Was? Natürlich. Linearer Weg ist linear. Ab hier wird es wieder schlagartig dunkel. Wir haben 15 Kristalle gesammelt. Also ich glaube, wenn wir in Kapitel 5 sind, im letzten Kapitel, glaube ich, dann schreibt uns wieder irgendein Gott in Facebook an und sagt uns, dass wir irgendein Spiel spielen können. Ach je. Nee, dann können wir wahrscheinlich die stärksten aller starken Fähigkeiten für unsere Elara und für unseren Kerdok freischalten. Und mein Gott, hier geht gerade wieder alles zu Bruch. Naja, kein Wunder, hier ist ja auch Belagerung angesagt. Bam. Bleibt nur zu hoffen. Hühnchen. Bock auf McChicken. What in the name of the seven sacred sons is the point of that? McChicken. You want some? It's very tasty. Oh, ist Wasser? Wo kommt denn da Wasser her? There, the Scarlet Maid. That's where the King of Nair is hiding. Hold! Friends of Lyr, we seek the King. And the people of Dyfed he's rescued. He had to move. Wasn't safe. Up the stairs and across the aqueduct. That's where he is. Tell him I serve at his pleasure. The seven gods bless you, and the goddess keep you warm. Come on, old man. Let's keep moving. Bedauerlich. Ein weiterer Krieger, der gestorben ist um seinen König. Jede mögliche Tat. Von den Lippen abzulesen. Ah, jetzt sagt sie etwas. Und wieder Tote. Ja, hier liegen nur Tote rum. Gar kein freundliches, lebendes Wesen mehr. Außer der da gerade, aber der ist auch gestorben. It's not fair. Genau. I shouldn't be here. I mean, wherever here is. I'm dead, right? Yet, I feel like I'm nowhere. I should not have died. My fire magic had taken out Warga, Minotaur, even an ogre. I felt invincible. But this demon, it just shrugged off my most powerful fire attacks. And then, here I am. Nowhere. Others had told me lightning was the way to go, but fire was working so well. Maybe I should have listened. Okay, der Typ war ein toller, toller Magier, war mit Feuer sehr gut am Werk gewesen. Doch er hätte wahrscheinlich viel besser darauf hören sollen, dass man Blitze benutzen sollte. Hatja! Und ich denke mal, wir werden uns dieses kleinen Tippes... Sagt man Tippes? Nein, Tipps. Wir werden uns diesen Tipps annehmen. Nein! Kamehameha! Oh, hier sind plötzlich wieder so viele. Execute! Das ist mies, dass ich hier nichts sehen kann. Ach so, alles klar. Wie geht's uns denn so? Was habe ich freigeschaltet? Nicht genug Mana habe ich freigeschaltet. Irgendwas hat la gemacht. La la la. So, wie fällt das jetzt auf? Macht das auch la, wenn ich einfach nur hier so ein so einen Heiltrank finde oder was? Schön ausweichen. Schön auf die Fresse gehen. Nochmal ausweichen. Andere Seite gucken. Und ins Gesicht. Nein, ausgetrickst. Daneben schießen. Ich kann mich an Wände anlehnen?
Entweder habe ich das total verdrängt, oder ich wusste es bis gerade echt noch nicht. Wow, ein weiterer Minotaurus. Die halten so verdammt viel aus, aber mit den Explosionen... Wow. Aber mit den Explosionsfallen sind die recht gut klein zu kriegen. Wow. Allerdings im Nahkampf doch nicht zu übertreffen. Für Elara erst recht nicht. Kein Mana. Falsche Seite. Ja, auf Kedok weh zu tun. Der Kedok muss auf seine Maniküre achten. Oh ja, hier. Was haben wir hier? Was? Oh! Ja, das habe ich gerade kaputt gemacht. Ah, ich habe immer noch kein Mana. Stimmt ja. Aber der hat jetzt wieder was fallen gelassen. Ah, das ist schön, wie viel Schaden dieser Bogen macht.